Hallo und herzlich willkommen überall in der Welt. Ich staune, wer da alles kommt. Ihr seid einfach anziehende Menschen. 30 Länder, wie kriegt er das hin? Aber überall, wo der Jan Henoch ist, bricht die Liebe auf. Und bei der Hanna geht das jetzt glatt in die Verdoppelung über, gell? Herrlich, ja. Wir kennen beide schon von Kleinstkind an, ja. Eure Familie ist schon sehr lang mit uns zusammen. Es ist uns eine Ehre, mit einer ganz hervorragenden Großfamilie, der Familie Forell, so näher verwandt sein zu dürfen. Herzlich willkommen in unserer Welt. Danke, dürfen wir in eurer Welt sein. Ja. Wunderschön. Schön, dass ihr alle dabei seid. Ich erwidere einfach alles, was schon gesagt wurde, aber ich kann es nicht ganz verkneifen, dem Iran Hallo zu sagen. Regierungsleute im Iran sind heute mit dabei, die wir überaus lieben und schätzen gelernt haben. Aber wie soll ich sagen, ich könnte jetzt da den ganzen Rest damit zubringen, allen speziell guten Tag zu sagen. Aber es ist eine große Ehre, dass so viele aus so vielen verschiedenen Schichten dabei sind. Gut. Wir möchten uns um die Hochzeit jetzt etwas kümmern. Ja? Und ich frage euch, habt ihr euch auch schon mal gefragt, warum es eigentlich Hochzeitspredigten gibt? Seht ihr, ein kleiner Knirps könnte uns vielleicht da etwas auf die Sprünge helfen. Ja? Da ist dieser kleine Knirps und sein Onkel. Dann sagt er, Onkel, bist du verheiratet? Nein, mein Kind. Ja, aber Onkel, wer sagt dir dann aber, was du zu tun hast? Okay, Hochzeitspredigten sind also gleichsam eine Vorbeugemaßnahme, möchte ich sagen. Sie wollen dem Hochzeitspaar zur angenehmen Zeit sagen, was sie zu tun haben. Also Hochzeitspredigten sind eigentlich gleichsam die letzte Justierung, ja, bevor das Korn Visier aufeinander, bevor dann das Feuer eröffnet wird. Das ist ein bisschen unsere Art, manchmal zweideutig zu reden. Aber zumindest am Start, finden wir, sollte man doch die absolute Klarheit haben, sollte die absolute Klarheit herrschen, weil das Leben stellt ja dann viele Proben. Gell? Also, wer und was genau ist die Frau, ist immer wieder die Frage. Vor allem, wenn es eben um die Aufgabenverteilung geht, um die ganze Bewältigung des Lebens. Was ist sie, wo ist sie? Oder wer und wozu genau ist der Mann gesetzt, wohin und so weiter, oder? Es soll natürlich jetzt möglichst am Anfang ein schönes, wunderschönes Hochzeitsbild entstehen von ihr und von ihm, von beiden, gell? Aber ich möchte euch jetzt sagen, was das schönste Bild ist, meiner Ansicht nach, was jemals von der Frau gezeichnet wurde. Ja? Seid ihr gespannt, was das ist? Das ist meine tiefste Berührung, die ich hatte, mit einem Mann, der ein Bild von einer Frau gemalt hat. Nein, es ist nicht etwa Leonardo da Vinci mit seiner Mona Lisa. So ist das nicht gemeint. Ich rede von einer Bildsprache jetzt. Ich rede von einer unbeschreiblichen Erhabenheit, von einer Schönheit und Würdigung der Frau, die in einer Allegorie entsprungen ist und aus der Feder eines Muslims. Ja. Und sein Name heißt Jalal ad-Din Muhammad ar-Rumi. Muhammad ar-Rumi, Muhammad. Oh, das ist ein schöner Name, ja? Gut. Und hört mal, was dieser Mann sagt. Die Frau ist ein Lichtstrahl Gottes, nicht eine bloße Mätresse. Gleichsam das Selbst des Schöpfers. Ich konnte das noch nie zu Ende lesen, ohne zu weinen. Gleichsam das Selbst des Schöpfers und nicht bloß ein Geschöpf. Oh, wow, 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 wow. Nie habe ich was Schöneres gehört. Habt ihr den Satz verstanden? Ich sage ihn nochmal. Die Frau ist ein Lichtstrahl Gottes, nicht eine bloße Mätresse, also nicht eine Geliebte einfach. Gleichsam das Selbst des Schöpfers, nicht bloß ein Geschöpf. Unglaublicher Ausspruch. Ich habe nie was Schöneres gehört, wisst ihr? Keine größere Huldigung, wisst ihr? Und ich möchte es hier mal einfügen.
Das kommt aus dem Mund eines Muslims. Ja. Wir hassen die Muslims, weil sie, weil einer etwas Dummes anstellt, oder? Und ich möchte euch mal sagen, um so eines Ausspruches willen liebe ich die ganzen Moslems auf der ganzen Welt. Macht es mal umgekehrt, oder? Ja. Ja, wenn man wegen einem alle hassen kann, sollte man lernen, wegen einem wunderbaren Mann alle zu lieben. Wenden wir es doch einfach mal um. Sorry, wir sind ja an einer Hochzeit, aber ich kenne mich ja, ich bin unberechenbar. Aber ihr habt das vorher gewusst, oder? Ich stehe jetzt hier, weil ihr das so gewählt habt, ja? Aber ich sage dir ja nachher noch, wenn du nur dieses eine Zitat bleibend zu deinem eigenen machst, dann garantiere ich dir, dass du für deine Frau den Himmel auf der Erde sein wirst. Wenn du sie als Lichtstrahl Gottes siehst, nicht bloß als Geliebte, als das Selbst des Schöpfers, ja, nicht bloß ein Geschöpf. Ja. Und das gilt natürlich andererseits auch für jeden anderen Mann, der jetzt hier zuhört. Hier hören sehr viele Männer zu. Ja. Lernt eure Frauen so zu sehen, ja, in der liebenden Wertschätzung und gegenseitigen Ehrerbietung, sage ich euch, liegt das Geheimnis einer unzerbrüchlichen Treue. Das ist es, ja. In der Bibel nimmt Adam diese Stelle ein von Jalal ad-Din, von Muhammad ar-Rumi. 1. Mose 2,23 sagt der erste Mensch, Adam, diese endlich ist Gebein von meinem Gebein und Fleisch von meinem Fleisch. Diese soll Männin heißen, denn vom Mann ist sie genommen. Bisschen witzig der Schluss, gell? Aber wir werden noch sehen, dass wir das nicht viel weiterentwickelt haben, das kommt dann noch später. Ja. Aber seht ihr, diese endlich, er erkennt in ihr Gebein von seinem Gebein. Also die Frau ist, es, ist die absolute Entsprechung des Mannes. Ja. Was heißt es denn vom Mann? Ja? Vom Mann heißt es nach dem Bilde Gottes geschaffen. Also man, ich möchte von beiden dasselbe sagen. Gott selber sagt dasselbe wie dieser wunderbare Moslembruder, ja? Er sagt, ich habe dich in meiner Gleichheit geschaffen. Also er hat sein Selbst eigentlich in uns Menschen hineingelegt. Das ist das Coole, oder? Gottes Selbst im Mann, Gottes Selbst in der Frau. Aber ich liebe, wie gesagt, diesen Ausspruch, weil das erste Mal, dass so etwas Schönes gesagt wurde, über eine Frau gesagt wird. Das Wunderschönes, ja. Gut, eben, diese Erfahrung macht also auch die Frau dem Mann gegenüber, bedeutet das, ja. Über ihn kann das Gleiche gesagt werden. 1. Mose 1,26 sagt es so, lasst uns Menschen machen in unserem Bilde, in unserer Gleichheit, noch dass ihr die Stelle habt. Die Hochzeit ist aber auch das Bild eines erwachsenen Menschen, der, ich sag mal, naturtriebartig aus seiner Einsamkeit heraus aufbricht, um eine neue Verbindung, ich sage jetzt mal, mit dem Selbst des Schöpfers zu finden, ja, und auch um eine Fruchtbarkeit zu finden. Ich möchte mich jetzt ein Stück weit um die Nicht-Verheirateten kümmern. Ja. Für alle noch Nicht-Verheirateten und vielleicht diejenigen, die ein Leben lang ledig bleiben. Ja. Gibt es notgedrungen viele, ja. Man kann auch in der Masse drin, in der Gemeinschaft, sich einsam fühlen. Ja, vereinsamen buchstäblich. Das geschieht gerade in Lockdown-Zeiten und so weiter sehr häufig. Ja. Das Suchen seines fehlenden Teils ist aber eine Naturgewalt. Das müssen wir verstehen. Jeder Mensch hat eine Naturgewalt, einen Naturtrieb in sich drin. Ja. Und diese Gewalt wirkt sich aber sowohl in zum Heiraten Berufenen aus, als auch in jenen, die eben diese Verbindung zu einem Bräutigam oder einer Braut schicksalsmäßig ihnen nicht zugedacht ist, einfach nicht gegeben ist. Ja. Wir wollen uns an dieser Stelle, wie gesagt, zuerst einmal um alle diese Letzteren kümmern, also um die Singles, nennen wir sie manchmal. Was ist mit ihnen, wenn diese Naturgewalt wirkt? Ja? Naturgetrieb, Naturgewalt zum Aufbruch eines Singles, sprich eben eines Vereinzeltwordenen, in der Bibel wird der Idios genannt, das bedeutet auch wie einzeln zerstückelt vom Gesamten abgetrennt hinein
in ein gemeinsames. Wie schafft er das ohne Braut oder sie, ohne Bräutigam? Und dieser Urtrieb, ich sage nochmal, ist stärker als jede menschliche Gewalt. Und sie muss eigentlich befriedet sein, sonst geht nichts, sonst stirbt der Mensch. Was tut der Mensch? Ja? Seht ihr, wir sind mit anderen Worten allesamt zur Hochzeit gerufen. Das ist das Bild. Ja? Ob nun als tatsächlich Berufene, die heiraten dürfen, oder als Singles. Ja? Für uns alle gilt dieser Ruf, der in der Bibel im letzten Buch, Kapitel 21, Offenbarung 9, geschrieben steht, oder auch 22,17. Da heißt es, der Geist und die Braut sprechen, komm. Und der, wer es hört, spreche, komm. Also, wen rufen die da? Sie rufen nach allen Dürstenden, komm, die Durst haben im Leben. Sie sollen kommen und trinken, sollen das Wasser des Lebens umsonst nehmen, steht hier geschrieben. Und Gott sagt, ja, ich komme schnell. Seht ihr, das ist die wahre Erfüllung der Hochzeit. Sie liegt also im himmlischen Bräutigam, der zusammen mit dem Menschen funktionieren will. Darum feiern wir Hochzeit. Das ist kein zweiter Grund. Es ist nicht einfach eine Menschenerfindung. Es ist etwas, was Gott ins Leben gerufen hat, um allen Menschen zu sagen, ich bin dein fehlendes Gegenüber. Du hast Hunger, du hast Durst, du hast deine Naturgewalt in dir drin. Und ich bin die Entsprechung dafür. Und ich bin für dich, wenn du Frau bist, bin ich wie ein Bräutigam. Ich bin für dich, wenn du Mann bist, bin ich wie eine Braut. Und wenn du ein Kind bist, bin ich für dich wie ein Vater und so weiter. Er ist alles für alle. Ja. Und um sein Wesen uns darzulegen, immer wieder, seine Liebe auch zu uns, dass er eine Person ist, ja, die liebt, die ein Gegenüber sucht, die von Gemeinschaft lebt, wie wir auch. Wir haben sie von ihm, dieses Bedürfnis. Darum lässt er uns Hochzeit feiern. Das ist das kleine Puppenspiel sozusagen, die irdische Heirat, um das immer wieder in Erinnerung zu rufen. Und darum sage ich euch Singles, ihr werdet nicht zu kurz kommen, wenn ihr versteht, was das für ein Symbol ist, das wir heute hier feiern. Also, wir rufen mit der Hochzeit alle Dürstenden, ja, also alle Dürstenden, alle Hungrigen nach Gemeinschaft, die einsam, vereinsamt, abgedockt leben. Ja. Also es gibt diesen Brautstand des Geistes, der wie fließendes Wasser für die Verdurstenden ist. Und dieses Wasser des Lebens zu finden, diesen himmlischen Bräutigam, diese Realität kreist eigentlich dieser ganze Tag heute, diese Hochzeit. Ja. Sie versinnbildlicht gleichsam den Kern in Samengestalt, ja, die wahre Erfüllung des Urschreies, komm, komm mein Bräutigam, komm, komm meine Braut, die Stillung des tiefsten Bedürfnisses im Menschenherzen. Ja. Also und so sehr sich jetzt diese beiden Menschen hier lieben und sich an diesem Tag miteinander vermählen, schatten sie eben, wie gesagt, nur das Wahre vor, die wahre Verbindung, die wir suchen hier unten. Und diese wahre Verbindung steht euch Singles heute offen. Ich hoffe, dass ihr damit ein bisschen abgeholt seid. Ich habe schon einige Hochzeiten gehalten und immer hinterher gibt es Tränen, darum ist mir so wichtig, das an den Anfang zu stellen, dass hier auch keine Rivalität, kein Neid entsteht oder gar Eifersucht oder womöglich Missgunst. Ich habe das alles auch schon erlebt, ja, gegen sogenannte bevorzugte Ehepaare. In den meisten Fällen werden die später dann nicht mehr so beneidet, wenn dann die Krisen kommen. Ja. Habt aber andererseits bitte kein Mitleid, grübelt nicht nach, warum vielleicht der beste Freund oder die beste Freundin oder das Kind, was weiß ich, sein irdisches Gegenüber einfach nicht finden kann. Es ist nicht möglich. Ja? Statistisch gesehen, ja, solange wir es noch als gesunden Menschenverstand ticken, ja, statistisch gesehen ist längst nicht jedem dieses Glück möglich, vor allem den Frauen nicht. Es gibt, soviel ich weiß, einen Drittel mehr Frauen als Männer. Ja? Das ist mit dieser neuen Gender-Ideologie nicht zu lösen, ich kann es euch sagen, das ist nicht die Lösung. Aber es ist so, viele werden allein durchs Leben gehen müssen, weil das so verordnet ist. Ja. Aber es geht ja, wie gesagt, auch nicht um den Schatten, um das Schattenhafte, sondern um die wahre Verbindung, die wir suchen. Das Bild nämlich des mündigen Menschen, der aus seiner Einsamkeit heraus
ja, aus dem Gemeinschaftlichen auch heraus aufbricht und diese neue Verbindung, diese Fruchtbarkeit mit dem wirkenden Geistleben zu suchen und zu finden, in sich selber zu vermehren. Jetzt möchte ich mit euch 5 Worte untersuchen. Ja, die Singles haben jetzt abgeschlossen. Jetzt ist diese Frage: Willst du meine Frau werden? Ich möchte euch mal hineinnehmen, jedes einzelne Wort und eine Entwicklung zeigen, damit wir Hochzeit verstehen, was dahinter steckt, was es ist. Okay? Einfach nur 5 Worte, die wir jetzt kurz untersuchen. Wir beginnen von hinten zuerst mit werden, da schließe ich nachher den Kreis wieder. Willst du meine Frau werden? Also es gibt, sage ich mal, 2 Arten, 2 Weisen, wie du zur Frau werden kannst. Es gibt die gesetzliche Art oder Weise und es gibt die Weise des Lebens aus Gott. Ich vergleiche es mal theologisch zuerst für die Christen ein bisschen hier. Das Gesetz, die gesetzliche Weise wurde Mose gegeben. Er bekam Gesetzestafeln. Das war die gesetzliche Weise. Du bekommst eine Verordnung, ein Recht oder eine Pflicht, was auch immer. Paff, das ist in der Hand. Die Gnade und die Wahrheit sind durch Jesus Christus geworden. Werden, geworden. Willst du werden? Und mit dieser Zeremonie, die ich jetzt kürzlich auf dem Standesamt gemacht habe, ist Hannah für Jahren vor dem Gesetz nach dem Recht Frau geworden. Also ihr wurde das Recht gegeben, Jans Frau zu werden. Gesetzlich, oder? Ja. Aber seht ihr, dieses gesetzliche Recht hat sie dadurch nicht zur Frau gemacht. Willst du meine Frau werden? Werden, verstehst du? Heiraten ist ein Werdeprozess. Gemacht bist du jetzt schon. Juristisch. Aber du musst noch werden. Dasselbe gilt natürlich immer gegenseitig. Aber dann würde die Predigt doppelt so lange dauern. Gut. Dieser gesamte Prozess wird mit der Frage des Ehemanns gleichsam genetisch, programmatisch vorgezeichnet. Ja? Mit diesen nur 5 Worten wird alles eingekreist und skizziert. Also gliedern wir weiter auf. Willst du, willst. Jetzt beginnen wir mit dem Wollen, oder? Es ist eine Frage des Wollens. Heiraten ist eine Frage des Wollens. Ja, und unser Wollen hängt von der gleichen Wellenlänge ab. Du kannst etwas nicht wollen, wenn die Chemie nicht stimmt. Ihr müsst dieselbe Chemie haben. Und wisst ihr, heute reden wir nicht zu Ihnen. Heute reden wir nur zu euch. Nein, wir reden zu allen, aber hört gut zu da draußen. Ich weiß nicht, wie viele Ehen allein in diesem Jahr wieder in die Brüche gegangen sind. Schon seit Jahrzehnten geht jede zweite Ehe den Bach runter. Und hinterher merkt man immer wieder, die Chemie hat gar nicht gestimmt. Und mit Chemie reden wir nicht vom Sex. Also nur, dass es schon mal geklärt ist. Dieses Gebiet ist das Problem, warum viele nicht merken, dass die Chemie nicht stimmt, oder? Weil das kannst du an der Bettdecke nicht so gut entdecken. Also wenn das körperlich stimmt, hat das noch nichts mit Chemie zu tun. Man meint das bloß. Die Chemie, ob man die gleiche Chemie hat im Leben, das zeigt sich erst in der knallharten Realität, wenn du im Alltag angekommen bist, oder? Also das Wollen lebt von derselben Chemie. Hat man diese nicht gefunden, sollte man keine Ehe eingehen. Ich warne euch alle, die ihr heute zuhört, ja. Denn sie würde nie funktionieren. Darf ich euch mal ein Beispiel dazu geben? Ja. Es gibt in der Bibel ein Hohelied der Liebe. Das klingt ja wunderschön, oder? Wenn die Chemie zweier Menschen nicht übereinstimmt, würde das wirken wie ein Werben eines Mannes, ich sage jetzt mal, eines Mannes aus der Antike. Das wärst jetzt du, oder? Der um seine Braut wirbt und die Chemie stimmt darum nicht, weil deine Frau aus dem 21. Jahrhundert kommt. Kann diese Chemie stimmen? Wir versuchen es einmal miteinander, mit dem Hohelied zusammen, oder? Stell dir also mal vor, deine wunderbare Frau, deine Angebetete, du hast ein Date, da willst du sie jetzt richtig gewinnen, oder? Umwerben. Sie kommt gerade vom Friseur. Ja, sie war auch gerade beim Zahnarzt, ließ sich noch die Zähne polieren. Das macht man heute so, oder? Zeig mal, ja, sie ist so.
Und jetzt kommst du ganz gespannt, oder? Du willst natürlich bewundert werden, das ist bei den Frauen so. Und du willst natürlich dich einschmeicheln, du gibst das Beste, was du hast. Du kommst aus der Antike, du hast im 21. Jahrhundert. Hohelied 4,1. Jetzt begegnet ihr einander und du bist ganz gespannt, was jetzt kommt. Der Henoch sagt zu dir, siehe, du bist schön. Bist so weit, so gut. Dein Haar ist wie eine Herde Ziegen, die vom Gebirge Gilead herabhüpft. Deine Zähne sind wie eine Herde frisch geschorener Schafe, die aus der Schwemme heraufkommt. Dein Hals ist ein Turm Davids, der mit Brustwehrbau, ja, an der 1000 Schilde hängen, alle Köcher der Starken. Dein Schoß ist eine runde Schale, dein Körper ist ein Weizenhaufen, umzäunt mit Lilien. Versteht ihr? Wenn die Chemie nicht stimmt, du hörst mein Leib wie ein Weizenhaufen, weißt du was, hier kannst du eine Blume wieder haben, oder? Such dir eine andere, du. Aber so ist das, wenn die Chemie nicht stimmt, dann ist alles, was du gut meinst, kommt bei ihr verkehrt an und umgekehrt. Das ist Naturgewalt. Das war, mehr Liebe kannst du gar nicht ausdrücken, aber die gehört in die Antike, oder? Aber wenn du sie nicht verstehst, wenn die Chemie nicht stimmt, reden wir aneinander vorbei. Und ich bescheinige euch, kenne euch von Kindsbein an, bei euch stimmt die Chemie. Ich würde die zwei nicht trauen. Ich habe mir zwar ein schlechtes Gewissen gemacht diese Tage, weißt, plötzlich denkst du, oh wow, gar kein Ehegespräch geführt. Normalerweise macht das ein rechter Pfarrer, oder? Aber dann war ich wieder ruhig, ich bin ja kein Pfarrer. Also ich bin fein aus der Sache raus. In der Zeitung steht Laienprediger Ivo Sasek. Gleichzeitig aber auch Massenprediger. Gut, ihr habt es verstanden. Die Chemie stimmt, darum gab es gar kein Gespräch, ist mir nicht mal in den Sinn gekommen. Wir erleben sie ja. Wir leben das Gleiche, haben das Gleiche im Blut. Oder? Also passende Paare müssen von denselben Geistern erfüllt sein, wenn man so will, erfasst und bewegt sein. Man muss einander verstehen, aufeinander eingehen. Das war das erste Wort. Oder? Willst. Willst du. Jetzt kommt das Du, oder? Es knüpft an deiner Entscheidung an, deiner Entscheidung. Nicht an deinem Körper, ja, oder nicht an deiner Verwandtschaft, willst du heißt es, nicht will deine Verwandtschaft, oder? Willst du, nicht deine Seele, nicht dein Gefühl allein, oder? Es knüpft an deine Persona, willst du als Person, mit deinem Geist, mit deinem wahren Sein, könnte man auch sagen, willst du wirklich als du, oder? Das ist die Frage. Und ich habe festgestellt, das geht so tief. Ich kenne es natürlich besser, seine Seite, dass du wirklich, man kann es nicht besser machen. Du hast einfach den Sechster im Lotto geholt, oder? Ja, der Jan Henoch, ja, er will mit dem Herzen, tiefsten Herzen, ja. Und wenn er jeweils nach Hause gekommen ist und erzählt hat, wie sie sich kennenlernen, sie haben das so meisterhaft gemacht. Ich möchte einfach mal ein Kränzchen winden. Die Welt, wie soll ich sagen, wenn es der Blick das beobachtet hätte, würden wir in allen Lettern, mit so großen Lettern, würden sie auf uns herabmachen. Wie können die sich, ohne sich körperlich da weiß wie aufgefressen haben, so einen langen Weg gehen? Wisst ihr, das ist der Grund, warum Ehen nachher halten, oder? Wenn man das langsam angeht, ja. Und aus einer alten Botschaft, die ich hier nicht wiederholen will, sage ich, geht's weiter langsam an. Ja? Heute Nacht beginnen, ganz langsam. Lasst euch Zeit, ein Leben lang Zeit zu üben. Ja, es muss alles gesagt sein, aber nicht hier, das haben wir früher schon geklärt. Also, wir hüpfen schnell weiter. Willst du meine, jetzt wird's ernster, willst du meine, das dritte Wort heißt meine, oder? Also du gehörst ab deiner Entscheidung dann nicht mehr dir allein. Das klingt jetzt ein bisschen besitzergreifend, ich gebe es zu. Aber es ist nicht so gemeint. Es ist einfach so, wenn zwei ein Leben teilen, gehörst du nicht mehr allein. Ganz einfach, schlicht, oder? Du gehörst einem anderen, ja?
es ist nicht mehr so, wie du es bislang gewohnt warst. Das ist der Punkt, oder? Und das, an dieser Stelle zeigt sich die Sache mit dem Werden, ja? Gleichsam die Notwendigkeit eines Werdens, nämlich über einem Paarlauftanz, oder einem Tanz, oder? Paarlauf. Im ganzen Tierreich reden wir vom Balztanz, da siehst du mal, das geht kreuz und quer, oder? Wie bei den Hip-Hop. Und dann geht es immer mehr über Richtung Mozart, Bach und diese Symphonie, wie ein Walzer. Um das bildlich zu sagen, es passt immer besser, oder? Ja. Also so oft ein Paar etwas zusammen unternimmt, ich garantiere es, ich bin jetzt 39 Jahre verheiratet, ja. Wann immer du etwas zusammen unternimmst als Ehepaar, wird sich immer irgendwo die Frage nach der Führung stellen. Vor allem, wenn du irgendwo, sagen wir, hinfährst, in Urlaub oder was, ist immer die Frage, wer führt. Und wenn es nur ein Ausgang ist, egal was, du kannst es nicht ändern. Das hat nichts mit diktatorischem Denken zu tun oder sowas. Es ist einfach Naturgesetz. Ja? Also das ist das Problem. Und da werdet ihr viel üben können. Ihr gehört einander. Ihr gehört einander und miteinander eben diesen Weg zu finden. Wir reden immer vom Gesetz des Geistes des Lebens, von einem gemeinsamen Frieden. Das ist die Hauptlehre der OCG. Wir werden navigiert von oben. Ja? Wenn du sagst, willst du meine werden? Du gehörst ihm, er gehört dir, aber er gehört einem Höheren. Und der Höhere leitet euch, wie er die Vogelschwärme, wie er die Heuschreckenschwärme leitet. Es ist dasselbe Prinzip. Und wenn du nicht sie und sie nicht dich vergewaltigen möchte, lernt ihr miteinander das eine hören, das euch navigiert. Weil Gott ist ein Gott, der uns vollkommene Führung gewährt. Ob es beim Einkaufen oder im Urlaub oder im Alltag, im Geschäft, egal wo, du kannst immer zusammen eine Meinung finden. Wenn du sie abrufst, wie die Schwalbe, wenn sie zum Süden fliegt und wieder zurück und sie findet das eigene Nest wieder. Sie wird navigiert. Und nicht die eine Schwalbe auf die Seite, die andere auf die andere. Die eine fliegt zum Nordpol, die andere in den Süden oder was. Oder? Das ist das Wunderbare, das haben wir in der OCG zu alleroberst. Wie findet man gemeinsamen Frieden? Man sollte nichts tun, weil nicht der gemeinsame Friede drin ist. Und das gemeinsame Zeugnis, nennen wir es, ist die Qualität, wie sie nur Gott geben kann. Und darum brauchen wir Gott, um Harmonie zu haben. Aber diese Frage, wer gehört jetzt wem, ihr gehört beide, ihm, der euch navigiert, der euch gemacht hat, der als einziger den Überblick hat, der schon jetzt weiß, was alles auf euch zukommt. Wir fragen uns, gibt es noch mehr Krieg, kommt er zu uns, nach Deutschland, Schweiz, wo, wie geht es weiter? Wir haben die Fragen, er hat sie nicht. Und darum, alles, was ihr entscheidet, kommt von oben als ein Wollen Gottes in euer Leben rein und zusammen findet ihr einen gemeinsamen Frieden über einen Weg. Also nicht der eine Hü, der andere Hot. Gehen wir weiter. Viertes Wort. Willst du meine Frau, fragst du. Frau, was ist das eigentlich für ein Wort? Habt ihr auch schon mal überlegt? Ein seltsames Wort, oder? Aber Frau ist eine Ableitung des Namens der Göttin Freia. Das müssen wir mal geklärt haben, oder? Was ursprünglich zu dem im Deutschen untergegangenen germanischen Wort für Herr steht. Staunst du vielleicht, oder? Also eine Frau ist mit anderen Worten gleichzeitig auch eine Herrin. Heißt das vom Ursprung her? Das spricht die Notwendigkeit ihrer Mündigkeit an. Herrin kann nur sein, wer auf eigenen Beinen steht. Ja? Und wieder geht es um Werden. Wieder geht es um Werden. Ja? Das kann unter dem Himmel, das ist meine persönlich tiefste, nicht nur Meinung, sondern auch Erfahrung, es kann unter dem Himmel, glaube ich, nichts Schlimmeres geben, als wenn jemand, der zwar ein gesetzliches Recht hat, eine Vollmachtstellung einzunehmen, die zwar hat, aber es nicht geworden. Ja? Wisst ihr, was, wie man eben sagt? Wenn jemand eine Vollmachtstellung bekommt, eine Herrenstellung könnte man jetzt auch nennen, und er ist nicht geworden, er bekommt sie nur gesetzlich. Das ist der heutige Machtmissbrauch, den wir haben in der Welt. Der Amtsmissbrauch. Wenn einer in ein Amt kommt, oder irgend so ein Politiker, so ein Grünschnabel, der null Lebenserfahrung hat, der irgendwo großgezogen wurde von einem Geheimclub, hat kein eigenes Profil, kein Werden, ja,
und er steht plötzlich in einer Herrenposition. Ja. Also was ist ein Herr, wenn er nicht zum Herrn geworden ist, wachstümlich? Was ist eine Herrin, die den Prozess, den Reifeprozess zu einer Herrin nicht durchlaufen hat? Ein tauglicher Herr kann nur werden, wer zuvor unter einer Herrschaft gelebt hat. Ja. Und wenn er unter einer Herrschaft gelitten hat, möchte ich mal sagen, das ist die Schule einer Herrschaft. Ja. Und sonst bist du nichts anderes als ein Despot, oder? Ob es das die Herrin im Haus ist oder der Herr im Haus, ohne dieses Werden ist es ein Despotentum. Und ich kann es auch euch aus eigener Erfahrung sagen, weil ich jahrzehntelang unter wirklich wunderlichen Herren aufgewachsen bin, in verschiedenen Kategorien, leite ich heute zum Beispiel meine Familie oder die OCG in einer ganz anderen Weise, als wie ich das tun würde, wenn ich all diese mühsamen Erfahrungen nie gemacht hätte. Ja? Aber wenn du mal wirklich unter Despoten gestanden bist, dann weißt du, was es heißt, Sklave zu sein oder unterdrückt zu sein oder missbilligt oder was weiß ich was zu sein. Ja. Und das zu lernen, das ist die Kunst. Das ist, wie soll ich sagen, das gute Fundament, um eine Ehe haltbar zu machen. Selbst Jesus, wo man immer denkt, er ist vollkommen einfach auf die Welt gekommen, nein, von ihm heißt es, Hebräer 5,8, selbst Jesus hat an dem, was er gelitten hat, die Untenverbleibenskraft gewonnen. Also den Sinn des Gehorsams gelernt, könnte man auch sagen, Gehorsam gelernt. Ja. Ja, weil alles muss werden. Und was nicht geworden ist, was nicht wachstümlich geworden ist, ist eine Riesengefahr. Ja. Und du wirst als Frau eben eine Herrin sein, weil du wirst, wenn Jan in den geschäftlichen Bereichen ist, und der Herr euch Kinder gibt, wirst du eine Herrin sein zu Hause. Du wirst die Kinder führen müssen. Ja? Seht ihr? Und wenn du das gelernt hast, bist du eine wunderbare Herrin. Ein Herr und Herrin ist überhaupt nichts Schlechtes. Ja? So wenig wie man sagt, der Herr im Himmel ist nichts Schlechtes. Wir brauchen Führung. Ohne geht es einfach nicht. Ja? Aber Herrschaft, ich sage es nochmal, ohne leidenden Unterbau ist Despotentum, ist Diktatur. Und ihr habt zusammen mit uns über Jahrzehnte hinweg erlebt, jetzt in unserer Klar-TV-Arbeit, in unserer Aufklärungsarbeit, was Despoten da draußen alles tun. Ihr habt es an der Verfolgung gelernt, ihr seid durch die Hölle mit uns. Ja? Als OCG haben wir den schlechtesten Ruf in Europa. Ja? Ja? Und ihr habt diese herzlose, kalte, gefühlslose, blutleere Tyrannei am eigenen Leib kennengelernt von Menschen, die nie unten durch mussten wie wir. Und die das gar nicht verstehen, was wir tun, die alles verkehrt verstehen, weil ihnen die Erfahrung wert. Sie sind gar nicht geworden, sie sind aber Herren, sie haben Herrschaft. Ja. Kommen zum fünften Wort. Willst du meine Frau werden? Da schließt sich jetzt der Kreis wieder, gell? Also, doch das Werden bezieht sich jetzt nicht allein auf die Eheherrin, sondern ebenso auf den Eheherrn. Das ist ganz klar. Und so wie die Frau durch den untergeordneten, untertänigen Wehr zur guten Herrin wird, zur mündigen Frau werden kann, so kann auch der Eheherr nur auf dem Weg der Erfahrung zum guten Eheherrn werden. Woher nehmen Sie sonst noch Ihre Erfahrung, können wir jetzt fragen. Und ich sage, ihr habt sie aus dem Elternhaus. Seit dem Werden als Kind habt ihr das gelernt. Da gebe ich euch wieder Zeugnis, dass ihr das tief im Herzen habt. Aus der Selbstzucht heraus hast du das gelernt. Ich kenne jetzt vor allem Jan, aber ich sehe, das Produkt ist dasselbe bei Hanna, ja. Aus seinem Berufsleben hat er es gelernt, aus seinem militärischen Leben. Und ein wunderbares Zeugnis kann es nicht geben, als sogar, dass Menschen vom Militär heute bei dir teilnehmen an deiner Hochzeit. Das zeigt mir, du hast dich dort eingefügt, hast gelernt, unter Herrschaft zu leben. Und sie wären nicht hier, hättest du ihnen ständig auf den Schlips getreten, ja. Das zeigt, du hast gelernt, unter einer Führung zu gehen. Und darum wirst du ein guter Führer sein, da bin ich fest überzeugt. Ja. Also auch wenn du geistlichen Werdegang unter unserer Führung durchlebt hast, hat dich das zu einem besseren Punkt gebracht, wo du fähig bist zu führen. Das kannst du nur, wenn du das so gelernt hast. Also summarisch gilt, je mehr Mühsal in Leben reingekommen ist, je mehr Fehler unter dem Strich passiert sind, gegen dich, gegen euch,
desto rücksichtsvoller, desto gefühlsvoller, verständiger Eheherr wirst du sein und desto verständiger Eheherrin wirst du sein. Das ist wieder nur ein Potenzial, das sind nur die günstigen Voraussetzungen, die man haben kann. Ja. Es darf einfach nie in Ehen dahin kommen, wo ein Ehemann, sagen wir, wenn er Defizite hat in seinem Leben, seine Defizite dann, sei es aus dem Elternhaus oder aus dem Berufsleben, Karriere, egal wo, wenn er das dann seiner Ehefrau auslässt. Das Dümmste, was passieren kann. Und ich kann euch nicht sagen, wie viel das passiert. Ja. Das gibt es, aber nicht, fast nicht in unseren Kreisen, eben weil wir sehr darauf aus sind, dass es die neue Welt zu Hause beginnt. Zu Hause, ja. Aber wir kennen so viele Menschen, die sind zu Hause die skrupellosen Diktatoren als Ehemänner, skrupellos gegen Frau und Kind, überall sonst aber taugenichts, ja. Schleimscheiße, sagen wir denen manchmal, oder? Der Untertan, der Versager, wenn es draußen geht, und das lässt er nachher zu Hause aus. Jetzt möchte ich noch ein Thema anreißen, gell? Das ist jetzt ein bisschen intern, weil der Jan Henoch, wir sagen immer Jacques, der muss immer aufhören. Also wenn ich Jacques sage, denkt ihr nicht, sie hat noch einen zweiten irgendwo. Also der Jan Henoch, der Jacques, hat immer wieder so einen Spruch gemacht, wir haben uns immer wieder krumm gelacht, weil ich kann das jetzt nicht so gut bringen, aber hat jeweils zum Scherz auf Schwäbisch irgendwie, willst du mal Braut wäre? Er kann es besser, ja? Kannst es dann irgendwann noch wiederholen? Ich möchte das Wort Braut nochmal mit euch anschauen, weil die Braut, was ist das wieder für ein Name? Seht ihr, wir kennen nämlich die Bedeutung gar nicht von den Worten. Was heißt Frau eben, Herrin? Aber was heißt Braut eigentlich? Du wirst heute zu Braut, ja? Also dieses Wort, sag mal, dunklen Ursprungs, ja? Das meint im tiefsten Sinne, willst du meine Brüterin werden? Wow. Wow. Also, ja, das ist so. Also eine Partnerin, die Brut, die gemeinsame Brut ausbrütet und werden lässt. Auch hier werden lässt, ja. Also auch Kinder müssen werden, heißt das, ja. Das alte hochdeutsche Brut oder das mittelhochdeutsche brütlich, hat man es früher genannt, deuten letztlich eben auf das Ausbrüten einer gemeinsamen Frucht hin, ja. Das ist die Frau, sagt der Mann, von der ich Kinder haben möchte. Und auch andere Männer hört man das sagen. Oder eben, das ist mein Mann, dessen Nachkommen ich austragen möchte. Und seht ihr, das ist Hochzeit, wenn man das macht, oder? Aber ich möchte es ganz irgendwie zusammenfassen, was jetzt gesagt wurde. Was ist Hochzeit? Die Hochzeit des Menschen symbolisiert den Weg zu Gott. Erinnern wir uns nochmal, sowohl die Frau als auch der Mann sind gleichsam das Selbst des Schöpfers. Das gegenseitige Erkennen, sich verlieren, verlieben in das Abbild der Vereinigung mit Gott, das ist es. Und die Frage, willst du meine Frau werden? Und die Antwort, ja, ich will, das ist der Weg Gottes. Das ist er, so läuft's. Ja. Mit seinem Willen ruft man gleichsam die Götter herbei, wie es schon die alten Griechen zu sagen pflegten. Und ohne unseren Ruf, ohne unser Verlangen, ohne unser inneres Sehnen, unsere Sehnsucht, bleibt uns nur Gott ferne. Ja. Ich möchte das immer wieder ins Leben transportieren von uns allen. Verstehen wir das? Ja. Es gibt so eine Beziehung wie so zu zahllosen Menschen da draußen, mit denen man gar nichts zu tun haben will. Ja. Das ist das wahre Gegenteil. Ein Ehepaar ist das Allernächste. Mit ihm will man, mit dem Partner will man zusammen sein, bis zum Tode zusammen bleiben, zusammen leben. Mit ihm, mit keinem anderen. Ja. Der Geist, der Bräutigam oder die Braut sprechen, komm, ja, komm. Also wann bist du verheiratet? Mit dem möchte ich jetzt in die Landung langsam gehen. Auch Gott gegenüber. Du hast zwar gesagt, wir missionieren nicht. Ist halt ein bisschen so. Missionieren eben doch. Er kann nichts dafür, hat nicht gewusst, was kommt. Ja. Aber ich sag's, wann bist du verheiratet mit Gott? Wie kannst du Gott finden?
Ich sage dann, wenn du vor Zeugen, vor Himmel und Erde sagen kannst, dich und keinen anderen. Ja? Jeder Gedanke an einen anderen Gott wäre mir abscheulichster Götzendienst. Ja? Keine Liebeleien mit irgend anderen mehr. Kein Liebäugeln mehr mit irgendwelch anderen Männern oder Frauen, jetzt im Bild übertragen. Ja? Nur du, die eine, nur du der eine. Ja? Wer dieses will, wirklich will, der wird vereinigt mit Gott. Mit diesem vermählt sich Gott, mit diesem kommt Gott zusammen und beginnt Frucht zu bringen in seinem Leben. Paulus sagt, ich habe euch, zu den Gläubigen sagt er es zu uns, sagt er, ich habe euch einem Mann verlobt. Das ist eine bildliche Sprache, aber doch eine große Wirklichkeit, nämlich dem Logos, Gott, Christus verlobt. Also wenn wir in Beziehung zu Gott stehen, betrachtet uns Gott als verlobt. Über das seid ihr jetzt schon aus, oder? Ihr seid schon verheiratet vor dem Gesetz und ab heute im Werden, ja? Also durch das Wollen, durch das Begehren kommt es zu diesem Pakt, zu dieser Verbindung, ja? Und das muss ganz auf die Person ausgerichtet sein. Je stärker ein Herzensbegehren ist, desto mehr findet das zusammen, ja? Mit dir komme ich ans Ziel, wenn du das im Herzen hast. Mit dir komme ich ans Ziel, mit keinem anderen, das wirkt wie ein Magnet. Wenn du das hast, einem Menschen gegenüber, du spürst deinen Lebensweg, das ist der ideale Partner, du siehst dich mit ihm, diesen Weg gehen, den du im Herzen hast, gegenseitig, das wird funktionieren, das wird zusammenkommen, das wird zusammenhalten. Ja. Und wenn das nachher intim wird, gibt es eine wirklich gute Frucht. Ich möchte auch den Eidos nochmal ganz kurz streifen. Das ist das, was den Griechen so am Herzen lag früher. Ein Eidos vom Gegenüber bekommen. Das heißt, ein Bild entwickeln. Ein Liebesbild. Du wirst ein Leben lang deine Frau tiefer kennenlernen und du deinen Mann. Und Kosenamen sind nur ein Teil der Ausdrücke, wie man sich näher kommt. Vielleicht habt ihr schon welche, ich weiß es nicht. Auch Schakel ist eigentlich ein Kosename, oder? Auch Eltern geben ihren Kindern Kosenamen, wir haben haufenweise davon. Aber du wirst merken, du wirst immer neue Aspekte bekommen und wenn du Gott bittest, deinem Partner den Eidos zu bekommen, den Einblick, was für ein Wesen das ist, dann wird eine Liebe so tief, die rettet über alle Schranken hinweg, über alle Fehler, über alles, was schief läuft. Es ist eigentlich die Gestalt der Liebe, oder? Den Partner so sehen, wie er ist, das Begehrenswerte erkennen, die Lieblichkeit, die Schönheit im Nächsten, das Kostbare, das Juwel, wenn du so willst. Und dasselbe immer gegen Gott. Verstehst du? Man kann das gar nicht trennen, Gott gegenüber. Ja? Wenn sowohl Partner, der Staat, der Himmel, wenn du so willst, übereinstimmen mit der Ernsthaftigkeit, mit der Tiefe, der Absolutheit des Wollens und des Begehrens, so kommt das zusammen. Das wird vom Himmel her beglaubigt. Jetzt noch ein letztes. Warum gehen Ehen immer wieder in die Brüche? Ich zeige eine erste Bruchstelle zum Abschluss noch. Ist zwar ein bisschen negativ, aber es ist darum positiv, weil wir sprechen es an, bevor Haarrisse entstehen. Ich zeige hier nur zum Schluss noch einen ersten Moment, wo eine Liebe auseinanderbrechen kann. Hohelied 5,2 schreibt davon. Es ist so, dass in diesem Bild, jetzt geht es hier um die Frau, aber es ist immer gegenseitig, was ihr jetzt hört. Ich habe gesagt, sonst geht es eben noch mal länger. Also, in diesem Bild schläft die Braut, also sie ist noch nicht ganz verheiratet, oder? Verlobt vielleicht, oder in der Liebesphase. Sie hat sich ins Bett gelegt, hat sich gewaschen und schläft. Also sie ist noch halb wach und da klopft es an der Tür. Was passiert jetzt? Sie liebt ihn wirklich, sagt sie. Ja. Ich schlief, doch mein Herz war wach. Da klopfte es. Mein Liebster kommt. Und jetzt kommt eine interessante Wendung. Eigentlich freut sie sich auf ihn. Und Vers 3 heißt es plötzlich, doch ich habe mein Kleid schon ausgezogen. Soll ich es deinetwegen wieder anziehen? Meine Füße habe ich schon gewaschen. Ich würde sie nur wieder schmutzig machen. Jetzt streckt er seine Hand durch die Öffnung, ja, durch die Tür. Wir sind jetzt weit zurück. Ja. Unsere Türen haben keine Öffnungen mehr. Aber er streckt sie jetzt da durch die öffnende Tür. Die Braut sagt, mein Herz schlägt bis zum Hals, weil er in meiner Nähe ist.
Spürt ihr die Spannung? Vers 5, ich springe auf und will meinem Liebsten öffnen. Vers 6, schnell öffne ich die Tür für meinen Liebsten, doch er ist weg. Er ist spurlos verschwunden. Entsetzen packt mich. Er ist fortgegangen. Ich suche ihn, doch ich kann ihn nirgends mehr finden. Jetzt macht sich nachts auf den Weg, sucht ihn, weil er weg ist, oder? Die Nachtwächter finden sie, verprügeln sie. Das sind alles Bilder, das sind Erfahrungen von Ehekrisen, ja. Und als Schluss, Vers 8, ruft dieses Mädchen, diese Braut, allen Mädchen zu, oh ihr Mädchen, ich beschwöre euch, wenn ihr meinen Liebsten findet, sagt ihm, dass ich krank bin vor Liebe. Ich möchte das mit diesem Text einen Schluss bilden. Dieser Text macht uns klar, Liebe beweist sich nicht in Liebeserklärungen. Ah, ich liebe ihn so, sagt allen, ich liebe ihn so, ich liebe ihn so. Aber wenn du im Bett liegst, reicht die Liebe nicht aus, die Schuhe nochmal anzuziehen, Jacke über und öffnen. Dann machst du lange hin und her, du gibst kein Opfer, verstehst du? Die Bequemlichkeit, den eigenen Vorzug, den eigenen Vorteil suchen. Ja? Und das hat nur eine ganz kurze Zeitspanne. Ja? Man nennt das auch Egoismus in einem normalen, aktuellen Sprachgebrauch, oder? Und wie viele Menschen habe ich kennengelernt, die sind vor Liebesbekundungen übergeschwappt. Ich liebe dich, ja, ich liebe dich auch, ich dich mehr, ich immer einmal mehr, oder? Schmus, schmus, schmatz, schmatz. Und dann in der Praxis, das muss nicht diese Situation sein, sie symbolisiert nur, wenn es dir nicht passt, sobald dir was nicht passt, ob es eben, das ist mit dem Bett hier schön dargelegt, sie liegt da schön, oder es passt dir etwas nicht, dann ist manchmal braucht so wenig und man gibt sich dem Nächsten nicht hin. Man sagt zwar, ich liebe dich und hat vergessen, dass Liebe sich in Taten ausdrückt, in Opfer. Ich liebe dich, wird euch nie weiterbringen. Aber ich sage dir, wenn ihr einander nicht sagen könnt, ich liebe dich, ist gar nichts zu machen. Ich sage nichts was dagegen. Ich sage meiner Frau täglich, dass ich sie liebe, oder? Wir beten einander am Abend, bevor wir schlafen, sage ich, liebe dich. Ja. 39 Jahre verheiratet. Macht uns das bitte nach. Ja. Also ich fasse zusammen, im Opfer ist die wahre Liebe, im Tragen, im Ertragen, im Gedulden, im Vergeben. Langer Weg, oder? Im Dasein füreinander, im Zeithaben füreinander, im Geben, im Bedürfnis erkennen, im Treusein und treu bleiben, ja? Im Verteidigen und Rechtsprechen voneinander, nicht im Verklagen, im Begnadigen, oder eben im Eidos, in dem Sehen der Kostbarkeit des anderen, immer neu sehen lernen, im Niemals aufgeben oder Fehler nachtragen, in der Dankbarkeit für alles, was der Partner ist, ja? Im Lieben, trotz samt all seinen Schwächen, die auch noch heilen werden und ihre Schwäche, die auch heilen werden. Den Schlusspunkt setze ich, ich kann es nicht verkneifen, mit einem Spruch, den ich von meinem lieben Sohn Jan Henoch bekommen habe einmal. Und das gebe ich euch beiden mit auf den Weg. Das ist so toll, du siehst hier einen Mann, vom Felsen springen, so rückwärts ins Meer, so ein Rückwärtssalto. Und dann steht darüber, ich habe so viel aus meinen Fehlern gelernt. Ich denke darüber nach, noch mehr zu machen. Also das war's, macht Fehler, aber seid gesegnet und lernt daraus. Dann kommt's gut. Okay. Gut.